Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Für den Öl- und Ölfilterwechsel musst du einen Ölfilter und einen Ölkanister kaufen. Die empfohlenen Teile und Produkte findest du in der Videobeschreibung sowie einen Link, um Infos über die Ölsorte und die benötigte Menge zu erhalten. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Ölfüllverschluss, um den Ölabfluss beim Ölwechsel zu erleichtern. Hebe den vorderen Teil deines Fahrzeugs an, stelle das Fahrzeug auf die Unterstellböcke. Dadurch kommst du an die Ablassschraube heran. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial Deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Dann kannst du das Rad abnehmen. Falls auf dem Kurbelgehäuse eine Plastikabdeckung vorhanden ist, kannst du diese nun entfernen, um zur Ölablassschraube zu gelangen. Du kannst nun die Ölablassschraube sehen. Lockere die Ölablassschraube erst mit einem 19er Maulschlüssel und schraube sie dann von Hand ab. Vorsicht bei den letzten Drehungen der Schraube! Das Öl kann plötzlich herausspritzen. Sei darauf vorbereitet und stelle einen Ölauffangbehälter darunter. Du kannst ihn auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video "Stell deinen Auffangbehälter selbst her" an. Beim Ölwechsel musst du auch den Ölfilter wechseln. Um das Öl aufzufangen, das noch im Filter ist und ausfließen könnte, wenn du ihn entfernst, musst du den Auffangbehälter darunter stellen. Nimm dir einen Steckschlüssel, eine lange Verlängerung und einen 32 mm Einsatz. Löse den Filter, indem du ihn im Gegenuhrzeigersinn drehst, bis dies leicht geht. Schraub ihn schließlich von Hand ab. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Heble den Filter mit einem Flachschraubenzieher ab. Nimm dir dann einen eher schmalen Flachschraubenzieher, um die O-Ringdichtung unten am Flansch zu entfernen. Reinige den Filterflansch mit einem Bremsenreiniger und einem Lappen. Nimm dir den neuen Filter zur Hand. Ersetze die Dichtungen durch diejenigen, die in der neuen Filterverpackung mit dabei sind. Nimm dir den neuen Filter zur Hand und schiebe ihn in den Flansch. Es muss ein Klicken hörbar sein. Öle die zuvor auf dem Flansch angebrachten Dichtungen ein. Schraube den Filter wieder von Hand an, bis du den Kontakt spürst. Um ihn gut anzuschrauben, nimmst du dir eine Ratsche, eine Verlängerung und einen 32 mm Einsatz. Achtung! Bei dieser Art von Ölfilter kann die neue Dichtung sehr dick sein, was das Anziehen komplizierter macht. Versichere dich darum, dass der Flansch auf dem Ölfiltergehäuse liegt. Du kannst für diesen Vorgang auch einen auf 25 Nm eingestellten Drehmomentschlüssel verwenden. Bei den Wagen der Volkswagen und Audi-Gruppe kann die Dichtung nicht von der Ölablassschraube gelöst werden. Wir empfehlen dir also, die Schraube bei jedem Ölwechsel durch eine neue zu ersetzen. Setz sie von Hand ein und schraube sie schließlich mit dem Steckschlüssel und dem 19 mm Steckschlüsseleinsatz wieder an. Nun musst du wieder Öl in den Motor füllen. Dieser Schritt muss sorgfältig und präzise ausgeführt werden. Bring zuerst die Abdeckung wieder am Kurbelgehäuse an und stell dann dein Auto wieder auf den Boden, denn der Ölstand muss am flachstehenden Auto geprüft werden.
Fülle in einem ersten Schritt 90% der angeratenen Menge ein, denn so hast du noch genügend Spielraum, um den Ölstand anzupassen. In der Videobeschreibung findest du genaue Angaben zu den Ölmengen, die du je nach Auto für den Motor benötigst. Schließ den Ölfüllverschluss, starte den Motor und lass ihn 30 Sekunden lang laufen. So wird sich der Ölfilter füllen. Zieh den Ölmessstab heraus und wische ihn ab. Steck ihn wieder in die Öffnung. Zieh ihn erneut heraus und überprüfe den Ölstand. Der ideale Ölstand liegt nahe beim Maximum, aber pass auf, dass er niemals überschritten wird. Pass den Ölstand je nach Anzeige auf dem Ölmessstab an, bis der ideale Ölstand erreicht ist. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!